Herzlich willkommen zum ersten Video auf meinem YouTube-Channel GamerKauer zur Gamescom 2020. Ja, wir schreiben heute Mittwoch, den 11. März 2020. Und ja, heute ist es soweit. Der Ticketshop für die Gamescom 2020 hat offiziell eröffnet. Ihr könnt euch nun, wie jedes Jahr im März, euch ab jetzt die Tickets für die diesjährige Gamescom sagen. Bevor wir die Tickets durchgehen, was es da alles gibt, zwei kleine Anmerkungen diesbezüglich meinerseits. Sache 1, bevor ihr euch jetzt alle wilde Tickets bestellt, denkt bitte drüber nach. Ihr wisst es ja, wir haben derzeit eine, ich sag mal, ein bisschen turbuläre Zeit, ist das Wort Coronavirus. Und es werden dementsprechend viele öffentliche Veranstaltungen mal abgesagt. Fakt ist, haben wir leider auch heute erfahren, am 11.3., die E3 wurde abgesagt in Los Angeles, also die findet jetzt mal nicht statt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Gamescom-Betreiber derzeit noch nicht planen, die Gamescom abzusagen, sonst wurden die Ticketsverkauf nicht starten. Aber man weiß es ja nicht, wie die Lage mit Corona sich noch weiterentwickelt und wie das im August aussieht. Das bitte auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, wenn ihr euch Karten kauft. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall, solltet ihr Karten kaufen und die Gamescom wird abgesagt, ihr wieder Geld zurückbekommt, aber das wissen wir halt nicht sicher. Deshalb das Hinterkopf behalten, wenn ihr euch Karten kauft, kann halt Worst Case sein. Gamescom findet das Datum und ihr bekommt die Karten auch nicht ersetzt. Aber ich denke mal, weil das ja ein seriöser deutscher Verein ist, dass ihr die Karten da eigentlich ersetzt bekommen müsstet. Sollte die Gamescom nicht stattfinden. Genau, das ist ganz wichtig. Aber trotzdem, konnte die Karten abkaufen, ne? Aber wie gesagt, das soll es auch keine, braucht auch keine Eile haben. Im Regelfall ist das nie so krass, dass jetzt übermorgen alle ausverkauft sind, weil ja immer riesen Stückzahlen. Das ist alles halb so wild. Erfahrungsgemäß, gut, vielleicht die Stoßtage, Freitag, Samstag, sind ab Mai vielleicht ungefähr ausverkauft. Aber so für Mittwoch, Donnerstag, also für die Anfangstage, da bekommt ihr auch noch irgendwann im Juni oder so Anfang August noch Karten. Also da mal nicht zu sehr stressen. Wenn ihr euch noch unsicher seid wegen Corona, kann denken, könnt ihr gerne noch ein bisschen abwarten. Aber wie gesagt, ich denke mal, es soll euch ganz zurückgeben. Heißt, ihr könnt eure Tickets auch und jetzt dann kaufen. Ab heute zumindest, und ab heute hat der Ticketshop offiziell geöffnet. Denn es gibt wieder Tickets. Was haben wir denn also? Wir haben die Tageskarte, die ganz klasse ist. Für 14 Euro am Mittwoch und Donnerstag und für 20 Euro am Freitag und 22 Euro am Samstag. Für Schüler, Studenten und den ganzen Rotz gibt es die auch am Mehrsekt. Nämlich es für 9 Euro bzw. 12,50 bzw. 14,50. Für Mittwoch und Donnerstag gibt es die sogenannten Pre-Entry-Tickets. Das sind die Tickets, die eine Stunde früher reinkommt. Und das ist an sich eine coole Sache, kostet aber deutlich mehr. Ja, das ist dieses Pre-Entry-Ticket, was es gibt. Ihr könnt das da ja auch sehen. After-School-Ticket, ich glaube, das ist neu. Das ist von 16 bis 20 Uhr, gilt nicht nur für Schüler, sondern auch für alle. Also wenn ihr sagt, ihr könnt erst ab 16 Uhr, spart ihr Geld, nämlich nur 7 Euro Eintritt. Auch den Spaß nur 4 Stunden. Ja, es gibt auch natürlich Familientageskarten. Ich glaube, das sind so Kombi-Dinger, kosten entsprechend auch 23 Euro. Beziehungsweise am Samstag sogar 27,50 Euro. Ja, Kinder auf 4 bis 6 Jahre ist der Eintritt frei. Was es jetzt neu gibt dieses Jahr bei der Gamescom, ist dieser sogenannte Gamescom Forest. Heißt, ihr habt ab sofort die Möglichkeit, mit eurem Ticketkauf, was den ihr betätigt, mit einem Euro, der glaube ich der Aufpreis ist, die Umwelt zu schützen. Ja? Dazu gibt es die sogenannten Green Tickets, sorry dafür. Und wenn ihr diese Green Tickets auswählt, unterstützt ihr eben wieder mit einem für einen Euro, dass Bäume wieder hingemacht werden, gepflanzt werden. Und das ist doch bestimmt eine coole Sache. Da haben wir hier eben die Preise für das Print-Ticket-Zeugs, glaube ich, genau Vorverkauf. 16,50 die uns bei den Tageskarten, 10 Euro ermäßigt und so weiter und so fort. Konnt ihr also selbst auf der Website durchlesen, ne? Ab 26.08. ist die Tageskasse. Bis jetzt gibt es noch alle. Sobald die ausverkauft sind, sind sie ausverkauft und dann findet kein Kassenverkauf mehr an der Tageskasse statt. Allerdings, sei gesagt, ein Freund von mir ist sogar letztes Jahr, oder vor 2 Jahren war das schon, am Samstag mit einem After-School-Ticket noch reingekommen. Obwohl es eigentlich nicht deshalb ausverkauft war. Also da gibt es immer noch irgendwas Restposten. Also da, aber trotzdem, am besten zu früh beginnen, wie es nur geht. Ne?
Ja. Geöffnet eben Montag von 10 bis 20 Uhr und Freitag und Samstag von 9 bis 20 Uhr. Und wenn ihr diese Pointe zeigt, habt ihr eben schon die Möglichkeit, um 10 Uhr reinzugehen. Ja, um 9 Uhr schon reinzugehen, genau. Ja, das ist eigentlich alles, was wichtig ist. Ihr bekommt dann auch Fahrausweis für die Bahn, das mit dabei, für den öffentlichen Nahverkehr. Deshalb kann ich immer nur empfehlen, wenn ihr zur Messe anfährt, nehmt die öffentlichen Verkehrsmittel. Weil mit einem Auto habt ihr da definitiv keinen Bock drauf, hä? Gut, ich jetzt als Medienvertreter buche einen Presseausweis, mir würde sogar auch ein Parkplatz zur Verfügung stehen, aber ich tue es mir selbst nicht an, damit ein Auto reinzufahren, weil das dauert unnötig lang und das ist, also es nicht angenehm. Deshalb einfach bei Möglichkeit, nehmt Bahn, ist eh kostenlos, spart ihr Geld, nehmt lieber die öffentlichen Nahverkehr wie S-Bahn oder VHS, also der, wie hieß der? Ich weiß gerade, dieser Rhein-Main-Zug da. Ja. Ja. Ja, bezahlen könnt ihr mit PayPal, Visa, Mastercard und so weiter und so fort, den ganzen Rotz. Ja. Genau. Das ist das, was wichtig ist. Genau, Mittwoch, ab Mittwoch den 26. bis Samstag, 29. August, hat die Messe eben offen. Der Dienstag, der 25. August, ist halt dann nur für Fachbesucher. Ja, das alles wichtig ist, das sind die Tickets, die ihr ab jetzt eben kaufen könnt. Ja, ist, wie gesagt, falls Mr. noch eine Frage sollten, ist, werde jeden Tag anwesend sein auf der Gamescom. Also höchstwahrscheinlich bekomme ich jeden Presseticket. Steht aber noch nicht 100% fest. Deshalb kann ich dazu noch nichts sagen. Aber wenn nicht, bin ich an allen öffentlichen Tagen auf jeden Fall da. Genau. Also wenn ihr da seid, ich werde da sein. Und ich war die letzten Jahre immer ganz cool. Da bin ich mit meiner Community rumgelaufen. Der anderen, das sind echt so eine Fotos entstanden, die bei mir auch hier an der Wall hängen. Und ich freue mich schon richtig drauf, wenn die Gamescom stattfindet. Wir drücken alle die Daumen. Die ist dann wieder richtig schön neue Fotos von meiner Wall hier so bekommen. Genau, dann heißt jetzt nur Daumen drücken, dass Corona nicht die Gamescom zerstört. Weil die E3 wurde das von der Folge abgesagt. Eigentlich erst schade. Aber was soll's. Ja, dann freue ich mich schon, euch vielleicht auf der diesjährigen Gamescom wiederzusehen. Ihr könnt euch auch so mal drauf freuen. Wir werden ein fettes Programm planen für die Gamescom mit Livestreams, Videos, Berichterstattung vor Ort. Wir werden Publisher anfragen, vom Spieler antesten. Also das wird ein großes Aufgebot dieses Jahr werden. Auf das ihr euch freuen könnt. Das war's dann auch soweit mit meiner Seite. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Und ciao.